Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Senderreihe Eine Strategie für Deutschland hier auf TV Berlin. An meiner Seite begrüße ich meine Gesprächspartner Gerd Schindler und Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes und der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Guten Abend, meine Herren. Ja, Amerika hat gewählt. Der nächste amerikanische Präsident ist ein Bekannter. Donald Trump hat die US-Wahl außerordentlich deutlich gewonnen. Über die Ergebnisse der US-Wahl, die Auswirkungen auf die globale Sicherheitslage und das, was für unser Land dieses Ergebnis bedeutet, darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Hans-Georg Maaßen, wenn man sich die Medien anschaut und den ein oder anderen Bericht, dann könnte man meinen, die Wahl Donald Trumps hätte existenzielle Folgen für Europa und die Welt. Sehen Sie das auch so? Ich würde nicht von existenziellen Folgen sprechen, aber von deutlichen Folgen. Also die Wahl von Donald Trump aus meiner Sicht war absehbar gewesen. Das, was deutsche Medien hier in den Tagen oder auch in den Wochen vor der Wahl betrieben haben, war für mich klare Desinformation, so zu tun, als ob Kamala Harris eine ernstzunehmende Chance hätte oder noch Stunden im Grunde genommen vor der endgültigen Auszählung zu tun, als ob es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Das amerikanische Volk hat für Donald Trump gestimmt, nicht weil das Volk dumm ist, nicht weil das Volk ungebildet ist, sondern weil das Volk in Donald Trump einen authentischen Menschen mit Rückgrat sieht, der die Interessen der einfachen Leute vertritt. Und der wird es jetzt tun, davon bin ich überzeugt. Es wird Auswirkungen auf Europa haben, wenn Donald Trump sagt, America first. Es wird Auswirkungen auf Europa haben, wenn er den Wokismus bekämpft, wenn er die Klimasekte bekämpft und ihr vielleicht das Rückgrat bricht. Das wird Auswirkungen auch auf Deutschland haben. Es wird Auswirkungen auf Brüssel haben. Und ich muss auch froh sagen, ich bin froh, dass Trump gewonnen hat. Trump ist für mich ein Mensch jedenfalls, der nicht eingekauft ist, sondern das ist jemand, der wirklich die Interessen der kleinen Leute vertritt. So sehe ich ihn jedenfalls. Gerd Schindler, eine andere Frage, die immer wieder gestellt wird und die sehr, sehr viele bewegt. Ist Deutschland eigentlich auf eine Regierung Trump eingestellt, vorbereitet? Naja, dann kommt es darauf an, was Trump denn eigentlich von uns erwartet. Dann kann man die Frage beantworten, ob wir diese Erwartungen erfüllen werden, erfüllen können oder erfüllen wollen. Ich meine was anderes. Das ist ja nicht die erste US-Wahl, die wir erleben. Und ich finde jetzt diese Fragen, ist Europa vorbereitet, ist Deutschland vorbereitet? Ich finde, die gab es früher so nicht. Egal, ob der Demokrat, die Demokratin, den Präsidenten, die Präsidentin gestellt hat oder nicht. Jetzt plötzlich werden solche Fragen gestellt. Und deshalb stelle ich sie jetzt auch. Ja, also da muss ich sagen, ich kann mit der Frage nichts anfangen, weil was erwartet der Fragesteller denn, jetzt nicht Sie, sondern wenn die Frage so gestellt wird, sollen wir ein Jahr vorher sagen, okay, wir müssen jetzt zwei Wege fahren, wir müssen einmal die Trump-Linie fahren und einmal die Harris-Linie, wer weiß, wer da gewinnt und dann sind wir eingestellt oder sowas. Ich glaube, das kann ja nicht richtig sein, dass wir sagen, sind wir eingestellt auf Trump, sondern unser Ziel muss sein, deutsche Interessen zu vertreten, unsere Bevölkerung zu schützen, unser Land international zu positionieren. Und wenn wir dann entweder mit Trump oder gegen Trump arbeiten müssen, dann müssen wir das in vernünftigen Wege, in einem vernünftigen Miteinander regeln. Aber es kann nicht so sein, dass wir uns irgendwie einstellen. Wir sind ja keine Vasallen der Amerikaner. Das sind wir mit Sicherheit nicht, aber wir reden ja heute auch insbesondere über die Frage, wie pendelt sich sozusagen die Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten ein und was hat das für Auswirkungen auch auf die Sicherheitslage? Und deshalb die Frage weitergegeben an Hans-Georg Maaßen, was es für Deutschland bedeutet, haben wir versucht gerade zu erklären, oder ob wir vorbereitet sind. Wie sieht es mit Europa aus? Ist Europa vorbereitet auf einen Präsident Trump? Ich hatte im Vorfeld ja immer die Einschätzung oder den Eindruck, dass man davon ausgegangen ist, Trump gewinnt die Wahl nicht. Sie haben es ja vorhin gesagt. Jetzt ist Trump doch wieder Präsident geworden und es steht ja sozusagen nicht in den Sternen, aber es liegen ja bestimmte Dinge auf dem Tisch. Und deshalb die Frage, glauben Sie, dass Europa, was ja auch davon tangiert sein wird, von bestimmten Dingen, ob Europa vorbereitet ist? Ich glaube nicht, dass Europa vorbereitet ist. Ich glaube weder Brüssel noch Berlin noch andere Hauptstädte sind wirklich darauf vorbereitet, mit der Ausnahme vielleicht von Budapest, aus dem Grunde, weil man es einfach nicht für möglich gehalten hat.
weil man vielleicht auch in seiner eigenen Blase ist und glaubte, das, was man selber als, ich sage mal, Meinung hatte, Trump ist dieses tumbe Monster, das durch die USA geistert, dieser Multimillionär, der nichts im Kopf hat, keine Bildung. Das war ja hier im Grunde genommen das Narrativ, das permanent vermittelt wurde. Allerhöchstens ein paar Hinterwäldler würden hinter ihm herlaufen. Die Realität und Trump ist völlig anders. Und ich glaube, diese Menschen, die dieses Narrativ von Trump in Europa gepflegt haben, und das ist das gesamte politische Establishment, sind jetzt auf die Nase gefallen. Sie können es wahrscheinlich nicht glauben. Weder ein Bundespräsident Steinmeier, der aus meiner Sicht Trump verteufelt hat, noch ein Friedrich Merz, der noch vor Wochen vor einem Trump gewarnt hatte, sind darauf vorbereitet. Und ich bin einfach gespannt, wie die mit der Lage jetzt fertig werden wollen. Wie gesagt, ich begrüße ausdrücklich die Wahl von Trump. Es wird nicht unbedingt einfach für Deutschland werden, aber es wird einfacher sein, wenn wir vor allem unsere nationalen Interessen auch in der Lage sind, den USA gegenüber zu formulieren. Herr Schindler, Sie sind immer einer derjenigen, die in diesen Diskussionsrunden von einer regelbasierten Ordnung sprachen. Jetzt hat Hans-Georg Maaßen kurz skizziert, wie Trump eigentlich eingeschätzt wird. Dem ist, finde ich, nichts hinzuzufügen. Aber muss man sich Sorgen machen im Zweifel, dass die Trump-Regierung, die ja erst im Januar richtig installiert ist, vereidigt ist, dass diese Trump-Regierung, wenn sie jetzt ins Amt kommt, erst mal eine Weile so sehr mit sich selbst beschäftigt sein wird, dass sie außenpolitisch noch gar nicht so handlungsfähig ist? Muss man sich darüber Sorgen machen? Und wer wären die Nutzbringer? Was würde das bedeuten für Russland, China, für Irak, für Nordkorea? Also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, dass es da so eine Art Übergangsphase gäbe, die so ein Vakuum darstellen würde. Und in dieses Vakuum würden jetzt alle bösen Staaten dieser Welt, Russland, China und wie auch immer, dann da reinstoßen. Das, glaube ich, das findet nicht statt. Also die Amerikaner werden sich schnell finden. Und die Politik der Amerikaner wird ja sich ändern. Das hat Hans-Georg Maaßen ja gesagt. Einerseits im Stil und ganz sicherlich auch im Ton und auch in der Geschwindigkeit. Schneller, ohne langes Zögern. Aber ich glaube eben nicht, dass die Politik sich in der Langzielrichtung ändern wird. Was ist die Langzielrichtung der Amerikaner? Die Welt, die ist in der Auflösung begriffen, diese alte Weltordnung. Und wir haben noch keine neue gefunden. Und ausgerechnet in dieser Phase sind die Amerikaner, egal, Demokraten wie Republikaner, nicht mehr bereit, den Weltpolizisten zu spielen. Sie sagen sich, Moment mal, warum sollen wir immer die Kohlen für die anderen aus dem Feuer holen? Sondern wir denken jetzt mal an unsere eigensten, ureigensten Interessen. Das sind nationale Interessen, aber auch insbesondere wirtschaftliche Interessen. Das heißt, die Ausrichtung der Amerikaner ist weniger jetzt auf Koalitionen, auf Alliierte zu gewinnen, sondern die Ausrichtung der Amerikaner wird sein, Amerika zuerst, kein Isolationismus, sondern nationale Interessen zuerst. Und diese nationalen Interessen werden abgewogen, nicht unbedingt multilateral, NATO, was soll das, EU, was soll das, sondern vorrangig bilateral, und zwar in dem Verhältnis wie Geschäftsleute. Nämlich, bringt es mir was, dann mache ich mit, bringt es mir nichts, dann mache ich nicht mit. So, das heißt, das wird kosteneffizient gerechnet bei den Amerikanern. Und insofern, glaube ich, haben sich die beiden Administrationen, Biden und Trump, gar nicht unterschieden, sondern nur in der Tonart und in der Geschwindigkeit, wie man dahin will. Hans-Georg Maaßen, ein Thema, was wir zu dritt in dieser Runde schon des Öfteren besprochen haben. Sie ahnen es, welche Bedeutung hat der Trump-Sieg für den Krieg in der Ukraine? Er selbst sagt ja, dass er innerhalb von 24 Stunden diesen Krieg beenden wird, und er soll auch ja schon mit Putin telefoniert haben. Wird er den Krieg beenden, Ihrer Meinung nach, und zu welchem Preis? Also Trump wird ja von der amerikanischen Bevölkerung, die ihn gewählt hat, auch deshalb geschätzt, weil er authentisch ist und weil er auch zu seinen Positionen steht. Und wir haben das ja auch bei seiner ersten Präsidentschaft gesehen. Er hatte damals gesagt, er baut eine Mauer gegen die Migration, und er hat damit auch angefangen. Er hat es nicht ganz durchziehen können, sein ganzes Projekt, weil die Mehrheiten dann im Kongress auch gewechselt haben.
Und ich bin überzeugt, wenn Trump sagt, und das war eine wichtige Aussage für ihn während des gesamten Wahlkampfes, er will den Krieg stoppen, wird er dies auch tun, weil daran wird er auch von seinen Wählern festgehalten. Ob es jetzt in 24 Stunden ist oder in 6 Monaten, das ist, glaube ich, eher politische Rhetorik, aber ich bin überzeugt, dass er es machen will. Herr würde Trump, die Administration Trump, eine Strategie des Friedens durch Stärke fahren? Was glauben Sie? Ganz sicher. Frieden durch Stärke ist klares Ziel der amerikanischen Administration schon im Grunde genommen seit jeher gewesen. Es kommt immer nur auf die Tonart, auf den Stil an. Das wird er aber jetzt durchziehen und ich bin ganz sicher, so wie Hans-Georg Maaßen das geschildert hat, dass er das sowohl bei der Ukraine-Frage durchziehen wird, ob morgen oder übermorgen oder in einem halben Jahr, ist zweitrangig. Das wird aber auch im Nahen Osten so versuchen durchzuziehen und in vielen anderen Brennpunkten dieser Welt. Das heißt, wir können eigentlich froh sein, dass wir mit Trump einen Beschleuniger gefunden haben, der versuchen wird, diese Konflikte dieser Welt zu beenden. Das ist kein Kriegsanfänger, sondern ein Kriegsbeender. Knüpfen wir mal an dem, was Gerd Schindler gesagt hat, Hans-Georg Maaßen, es wird Trumps zweite Amtszeit werden. In der ersten, so sagen Skeptiker, habe er außenpolitisch wenig Schaden angerichtet. Ich zitiere das jetzt nur sinngemäß. Jetzt, so sagen dieselben Skeptiker, sei die Welt eine andere als vor 8 Jahren. Das heißt also, die Weltordnung eher eine Unordnung. Was bedeutet das jetzt alles, auch gemessen an dem, was Gerhard Schindler sagte, für die Welt, für Asien, für die Situation im Nahen Osten, für Afrika und vor allem für uns in Europa? Also ich glaube, Trump hat in seiner ersten Zeit viele Fehler gemacht und ich glaube auch, der hat die Fehler erkannt und ich hoffe jedenfalls, dass er aus den Fehlern gelernt hat. Es fing damit an, dass er nicht das Personal hatte für das State Department und für die Dienste, dass viele hochrangige Posten lange Zeit vakant waren. Botschafterposten sind über Jahre nicht besetzt worden, weil er das Personal nicht hatte. Er hatte auch nicht das Know-how, um überhaupt Probleme zu verstehen. Man muss nun auch sehen, wer ist Trump? Trump ist ein Geschäftsmann und ohne ihm nahe zu treten, er hat nicht, ich sage mal, die weltpolitische Bildung, die Diplomaten haben oder die Europäer haben, die in Europa herumreisen und die Geografie gut kennen. Und er hat deswegen auch, denke ich, schwere Fehler gemacht. Ich glaube, wenn er jetzt diese Fehler nicht mehr machen würde, weil er auch besser beraten würde, Fehler würden dann beseitigt werden. Er hat außenpolitisch in seiner ersten Amtszeit aus meiner Sicht schwere Fehler gemacht. Und der Hauptfehler war America First, auch außenpolitisch, das Herausziehen aus der Welt. Im Grunde genommen könnte man von einer Art Isolationismus sprechen, dass man sich auf die USA konzentriert hat und sich gesagt hat, was in Afrika und Lateinamerika ist, das interessiert uns jetzt eigentlich gar nicht. Wir konzentrieren uns auf die USA. Das hatte dann zur Folge gehabt, dass andere Staaten reingegangen sind und diese Staaten in Afrika, auch in Lateinamerika teilweise als ihr Hinterhof gesehen haben und sich hegemonial da stark gemacht haben, insbesondere China. Ich hoffe, dass er jedenfalls dies jetzt als Lektion gelernt hat. Und ich bin auch der Überzeugung wie Gerhard Schindler, dass er eine Außenpolitik der Stärke verfolgen wird. Er wird vielleicht in einigen Punkten durchaus erratisch sein, aber diplomatisch erratisch, dass man seine Agenda nicht ganz erkennen kann. Aber ich glaube, in Sachen Nordkorea, in Sachen China, insbesondere chinesische Handelspolitik, in der Taiwan-Frage wird er klare Kante zeigen. Und das ist gut für China, das ist auch gut insoweit für Russland und Nordkorea, weil man dann weiß, an wem man dran ist. Das sind die letzten 2 Punkte gute Stichworte. Herr Schindler, wie beurteilen Sie den Umstand, dass Nordkorea jetzt Truppen für Russland zur Verfügung stellen will im Krieg gegen die Ukraine? Ja, aus der Sicht dieser beiden Staaten, Russland und Nordkorea, ist das nur folgerichtig. Beide haben einen Beistandspakt beschlossen und nach dem Motto, wenn einer von beiden Staaten angegriffen wird, hilft er dem anderen Staat. Die Russen haben sich ja jedenfalls nach ihrer rechtlichen Lesart auf den Standpunkt gestellt, dass sie in Kursk von den ukrainischen Truppen angegriffen worden sind. Und insofern füllen die Nordkoreaner jetzt
nur den Beistandspakt aus. Das mag aus unserer Sicht lächerlich sein und auch an den Haaren herbeigezogen, aber beide Staaten helfen sich und das sollte uns schon ein Signal sein, dass Russland nicht alleine dasteht, sondern Russland, wenn auch mit Nordkorea, ein Staat, den wir ja gerne so ein bisschen abtun, aber es ist eine Atommacht, das darf man nicht vergessen. Also Russland hat Beistand. Russland hat Beistand bei China. Russland hat Beistand, das haben wir gesehen in Kasan, mit dem erweiterten BRICS-Kreis. Also wir sollten einen globalen Blick auf diese Welt haben und feststellen, wir müssen weg von dieser zentristischen europäischen Sichtweise, um uns herum drehe sich die Welt, sondern das ist eben anders. Wir sind am Rande der Welt und die ganz großen Schauplätze finden im Indopazifik und an anderen Stellen statt. Und deshalb ist vielleicht der Trump der rechtzeitige Weckruf für uns Deutsche, aber für uns Europäer, ein Stück mehr Selbstbewusstsein darzustellen. Auch das ist im Grunde ein schöner Übergang, Hans-Georg Maron. Nach allem, was man weiß, hält Trump das Sicherheitspaket mit Europa für einen schlechten Deal. Gerd Schindler hat vorhin zu Recht, glaube ich, gesagt, Trump ist ein Präsident, der eher ein Dealmaker ist. Also, wenn er es für einen schlechten Deal hält, wo man dann sagt, es kostet viel, ohne dass der Nutzen für die Vereinigten Staaten jetzt wahnsinnig hoch ist. Wir haben auch darüber hier schon mal gesprochen, aber jetzt vor dem Hintergrund der US-Wahlen, halten Sie es für möglich, dass Trump und die USA die NATO verlassen werden? Nein, das halte ich nicht für möglich, weil Trump, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, amerikanische Interessen in erster Linie vertreten wird. Und die NATO ist im amerikanischen Interesse. Ohne die NATO würde es nicht die 119 Truppenstandorte oder Standorte des US-Militärs in Deutschland geben, würde es nicht Ramstein, würde es nicht Landstuhl, würde es nicht Wiesbaden und so weiter geben. Deswegen ist es im amerikanischen Interesse und von Ramstein aus werden nicht nur NATO-Einsätze geflogen, sondern Ramstein ist entscheidend auch für die US mit Blick eben auf den Ukraine-Krieg oder andere amerikanische Interessen in Nordafrika oder im Mittleren Osten. Von daher halte ich es nicht für vorstellbar, dass die Amerikaner die NATO aufgeben werden. Es ist aus meiner Sicht es ist nachvollziehbar, dass Trump sagt, dass die NATO in Teilen jedenfalls Kostgänger ist, jedenfalls was die Landesverteidigung Europas angeht. Und ich gehe auch davon aus, dass Trump Druck ausüben wird auf die europäischen Staaten, dass sie mehr zu ihrer eigenen Landesverteidigung beitragen werden. Herr Schindler, auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Sie sind ja der ähnlichen Auffassung. Ich will noch mal die Frage erweitern. Es wäre ja auch möglich, dass Trump sagt, die USA lassen ihre Mitgliedschaft in der NATO ruhen. In Frankreich gab es so etwas ja vor vielen Jahren mal, Jahrzehnten. Also ich bin erstmal der Meinung von Hans-Georg Maaßen, dass ein Verlassen der NATO, damit kann man vielleicht drohen, aber er wird es nicht durchziehen. Dafür ist eben die NATO viel zu wichtig, viel zu wertvoll für die globale US-amerikanische Politik. Was aber passieren kann, ist, dass er die NATO aushungern lässt. Also beispielsweise kann ich mir gut vorstellen, dass US-amerikanische Truppen aus Europa abgezogen werden, um beispielsweise den indopazifischen Raum zu besetzen, weil China ist der Hauptgegner Nummer eins. Wir dürfen uns, ich habe eben gerade versucht zu sagen, nicht davon beeinflussen lassen, wie wir die Welt sehen, sondern wir müssen mal gucken, wie sehen die Amerikaner die Welt. Die Amerikaner haben weniger Interesse an uns, weniger Interesse an der Ukraine, sondern ein riesengroßes Interesse am indopazifischen Raum, um dem strategischen Gegner Nummer eins, China, zu zeigen, wer ist denn hier auf der Welt derjenige, der das Sagen hat. Und das ist eine Eindämmungspolitik, die die Amerikaner seit jeher betreiben jetzt und die wird unter Trump massiv erweitert werden. Und diese Eindämmungspolitik, die wird eben dazu führen, dass die NATO in der geostrategischen Sichtweise der Amerikaner eine geringere Bedeutung hat wie jetzt. Russland wird von den Amerikanern gar nicht so als Gegner wahrgenommen, sondern China. Und das ist für uns eine neue Situation. Und das heißt, wir müssen mit unseren Mitteln besser klarkommen, wahrscheinlich aus 2% 3% machen für die NATO und, und. Bleiben wir mal
bei China und der ganzen Thematik richten wir den Blick auf das Land. Wir haben in der Sendung schon immer mal wieder darüber gesprochen. China wird von den USA, das ist völlig richtig formuliert worden, ja nicht mehr als Partner für den Erhalt der Weltordnung gesehen, sondern als Gegner, und zwar in politischer und in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber was wird, beziehungsweise was bedeutet das? Was bedeutet das auch übrigens für uns? Was bedeutet das für die Weltordnung? Ich möchte da aber zuvor noch etwas anfügen an das, was Gerhard Schindler gesagt hatte. Ich glaube, in Deutschland begeht man regelmäßig den Fehler, dass man nicht willens ist oder in der Lage ist, mit den Augen der anderen uns selbst zu sehen oder die Welt zu sehen. Das betrifft zum einen den Russland-Ukraine-Konflikt, wo wir treu zu Selinski und zur Ukraine stehen und erklären, es wäre ein völkerrechtswidriger Angriff, und aber nicht die Perspektive der Russen wahrnehmen. Wir sind nicht diejenigen, die hier Schiedsrichter sind, sondern wir sind im Völkerrecht, und die Russen, die Nordkoreaner, die Inder, die Chinesen, die sehen es völlig anders als wir. Die haben eine ganz andere Perspektive. Und deshalb müssen wir, glaube ich, wenn wir der Auffassung sind, wir vertreten die richtige Meinung, müssen wir, um wirksame Politik, Außenpolitik zu betreiben, die Situation auch aus den Augen der anderen betrachten. Ansonsten werden wir scheitern. Das Gleiche gilt auch für Trump und auch für China. Trump hat zunächst, glaube ich, in seiner ersten Amtszeit den aus seiner Sicht wahrscheinlich Fehler gemacht, dass er China nur als Konkurrenten angesehen hat. Seine Gespräche, die fanden regelmäßig auf der Ebene des Handelsbeauftragten statt. Erst in seiner letzten Phase hat er massiven Druck aus China ausgeübt. Ich glaube, heute hat er begriffen, dass aus Konkurrenz Gegnerschaft geworden ist, dass China jedenfalls die wirtschaftliche Stärke nicht nur nutzt, um Geschäfte zu machen oder um wohlhabend zu sein, sondern dass wirtschaftliche Stärke bedeutet, es kann umgemünzt werden in globale Vormacht oder in globale Machtstellung. Das wird Trump jetzt in seiner zweiten Amtszeit wahrscheinlich korrigieren, dass er wird diese Vorherrschaft muss erbrechen. Zunächst mal stoppen und dann rückgängig machen. Es bleibt abzuwarten, wie er es machen wird. Ich denke, er wird es zunächst mit seinen, ich sage mal, bewährten Mitteln machen. Zunächst drohen und dann Sanktionen erlassen. Er wird, denke ich, nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung schreiten. Man darf nicht vergessen, er ist, glaube ich, seit Jahrhunderten fast der einzige amerikanische Präsident, der noch keinen Krieg angefangen hat. Sondern er wird jedenfalls, wie im Geschäft, wird er hier die gleichen Techniken hart verhandeln, drohen und dann Sanktionen erlassen. Und unter diesen Sanktionen, wenn sie gegen China erlassen werden, werden wir Deutsche natürlich auch leiden. Davon müssen wir ausgehen, weil wir unglaublich stark in China investiert sind. Und diese Investitionen in China können natürlich auch Auswirkungen auf uns haben, wenn diese deutschen Unternehmen oder die deutschen Beteiligungen nicht mehr in den Westen liefern können. Darf ich vielleicht ganz kurz ergänzen? Mhm. Er wird allerdings auch, bin voll der Meinung von Hans-Georg Maaßen, er wird allerdings auch neben dem, was geschildert wurde, ein zweites Standbein aufbauen. Nämlich er wird massiv investieren in ein Flottenprogramm. Mhm. Er wird massiv investieren in die Optimierung der Nuklearstreitkräfte der USA. Das amerikanische Militär ist ja schon gerade dabei, weltweit um China herum neue Flughäfen und neue Stützpunkte zu suchen. Das sind die alten aus dem Zweiten Weltkrieg, die dahin verrotten, aber die jetzt wieder aufgebaut werden, um China einzukreisen. Das heißt, die USA bereiten sich rein theoretisch auch auf eine militärische Konfrontation mit China vor, um nicht unvorbereitet zu sein. Und insofern wird er schon die Zähne zeigen. Und deshalb glaube ich, ist die Gangart, die er gegenüber China einlegen wird, eine völlig neue, an die wir uns gewöhnen müssen. Dann werden wir den Spannungsbogen noch ein Stück weit erweitern, Gerhard Schindler. Also eine ähnliche Frage im Grunde und Thematik, aber die Gegend ist anders. Gucken in den Nahen Osten, Iran, Irak, Israel, Saudi-Arabien konkret. Was bedeutet dieser Trump-Sieg jetzt für die Auseinandersetzung etwa mit dem iranischen Atomprogramm? Was bedeutet das für den Krieg in Gaza? Und die Frage, die ja wirklich von entscheidender Bedeutung am Ende des Tages ist, eignet sich die US-Administration noch als Sicherheitsgarant am Golf? Also ich glaube schon, denn Trump hat eine Sicht auf diese Region, die ein Stück weit klarer ist aus meiner Sicht als die
die bisherige Administration, weil sie ganz klar erkannt hat, dass neben vielen Konflikten, die dort unten historisch gewachsen sind und die man alle mal angehen müsste, aber ein Hauptkonflikt darin besteht, dass der Iran im Grunde genommen in allen Bereichen zündelt. Er zündelt mit der Hamas im Gazastreifen, er zündelt mit der Hisbollah im Libanon, er zündelt mit den Houthi-Rebellen im Jemen, er zündelt mit den Aufständigen in Saudi-Arabien, er zündelt in Bahrain und. Wo man hinschaut, findet man überall iranische Fußspuren, wo dieses Mullah-Regime im Grunde genommen die Destabilisierung vorantreibt. Das weiß Trump, das weiß die neue Administration und sie wird eine deutlich härtere Gangart gegenüber dem Iran darlegen als bislang. Im Gegenzug dazu wird man versuchen, mit Ägypten und Saudi-Arabien eine Achse zur Stabilisierung der Region zu schaffen. Und ich glaube, die neue Administration wird dort konstruktiver herangehen als alle bisherigen US-amerikanischen Initiativen, weil Trump zeigen will, dass er jedenfalls nicht die Konflikte lösen, aber eine Befriedung der Konflikte hinbekommt. Und parallel dazu zeigt er allen anderen, so geht es nicht, indem er Israel weiter vorbehaltlos unterstützen wird. Wir haben Hans-Georg Maaßen unter anderem über Europa gesprochen, ganz zu Beginn der Sendung. Und ich will mit Europa auch schließen, weil es uns im Augenblick am nächsten ist. Was müsste Ihrer Meinung nach Europa jetzt tun? Wir haben ja in Europa, wenn wir uns unsere Staaten anschauen, eine schwierige politische Gemengelage. Frankreich politisch instabil, in Deutschland haben wir eine Regierung auf Abruf. Ja, Großbritannien relativ neu im Amt. Was machen die osteuropäischen Länder, Polen und Ungarn? Alles interessante Fragestellungen. Aber wie werden sie sich verhalten? Was glauben sie? Und wer wird am Ende des Tages, denn jemand muss ja da sein, der diese europäischen Interessen zusammenfügt und dann eine europäische Bewegung, ich will gar nicht sagen Gegenbewegung, aber auch anführen. Wer wird das sein? Wie wird das funktionieren? Was glauben Sie? Also ich glaube, ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber der auch Auswirkungen haben kann auf die europäischen Regierungen und auch auf Brüssel, ist die klare Ansage von Donald Trump für Meinungsfreiheit und Medienpluralismus. Die Bekämpfung von Zensur und die Bekämpfung von Political Correctness in den USA. Und das hat Auswirkungen auf Europa, das hat Auswirkungen auf Frau von der Leyen und ihre Digital Service Act. Und das kann dazu führen, ich sage mal, dass Meinungen in Deutschland, in Europa wieder zugelassen sind, die bisher einfach unter den Teppich gefallen sind oder in Social Media irgendwo ganz, ganz hinten waren, die werden jetzt vielleicht nach vorne kommen. Und das kann natürlich Auswirkungen auch auf Wahlen haben. Das kann Auswirkungen auf die Stärke der linken Ideologien bei uns haben. Und das kann möglicherweise auch wahlentscheidend sein. Anderer Punkt, um Ihre Frage zu beantworten, was müssen wir Europäer als erstes tun? Haben wir auch, glaube ich, schon verschiedentlich angesprochen. Wir müssen zunächst mal wissen, was wir wollen und was unsere nationalen Interessen sind. Zu glauben, wir Deutschen können unsere nationalen Interessen nur damit zum Ausdruck bringen, dass wir sagen, wir sind für den Weltfrieden und für den Klimaschutz und wir tun alles dafür. Damit werden wir gerade unter einer Administration Trump scheitern. Ich glaube, diese Administration wird eine Außenministerin Baerbock, die für den Klimaschutz Politik macht und für eine feministische Außenpolitik betreibt, wird eine derartige Außenministerin nur auslachen. Darum kann ich nur empfehlen, dass die Diplomaten sich endlich mal vergewissern, was sind deutsche Interessen, was wollen wir gegenüber den Amerikanern durchsetzen, wo sind wir bereit nachzugeben und wo sind wir auch bereit, mit den Amerikanern wieder eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Denn das ist aus meiner Sicht entscheidend. Das, was diese Administration in Deutschland gemacht hat in den letzten Jahren gegen Trump, wie sie ihn diffamiert hatte, wie sie ihn diskreditiert hatte. Man stelle sich vor, die amerikanische Regierung würde so gegenüber einem deutschen Kandidaten vorgehen. Das, was diese Regierung gemacht hat, hat, glaube ich, die Beziehung gegenüber den USA, gegenüber der jetzigen oder neuen Trump-Regierung massiv geschadet. Und jetzt muss diese Regierung überlegen, wie sie sich mit ihm wieder verständigen kann und wo der Weg ist, wo unsere Interessen sind und wo vielleicht die Mitte ist, um einen Deal zu machen.
Damit ist die Frage von vorhin, inwieweit ist Deutschland und Europa auf die Trump-Administration vorbereitet, auch beantwortet. Meine Damen und Herren, das war es mal wieder. Ein spannendes Thema, welches noch ganz, ganz viele Fragen bereithält. Alle konnten wir heute Abend hier nicht besprechen, aber anreißend. Fakt ist, Donald Trump hat die US-Wahl überzeugend gewonnen. Fakt ist auch, dass er erst im Januar im Amt vereinigt wird. Und natürlich darf man darüber spekulieren, dass die USA ihren geostrategischen Fokus jetzt vermehrt im indopazifischen Raum sieht und nicht mehr so sehr in Europa, wie wir das rausgearbeitet haben. Ich danke Gerd Schindler und ich danke Dr. Hans-Georg Maaßen für ihre klugen Gedanken und für die Einordnung des ein oder anderen Sachthemas. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer herzlichst Ihr Frank Henkel.